Hi, schön dich wiederzusehen. Herzliche Grüße an alle Freunde der Meta. Astrologie. Mit Hilfe von KI der künstlichen Intelligenz erkunden und erleben wir zusammen die Astrologie ganz neu. Das Sternzeichen Krebs, 22. Juni bis 22. Juli, das vom Mond beherrscht wird, ist der Krebs bekannt für seine emotionale Empfindsamkeit und sein Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. In den letzten Jahren haben Krebse viele Veränderungen in ihrem Leben erlebt, insbesondere in Bezug auf ihre Karriere und ihre Beziehungen. Im Jahr 2023 werden Krebse eine neue emotionale Stabilität finden und ihre Beziehungen vertiefen können. Sie werden auch beruflich erfolgreich sein und ihre finanzielle Situation verbessern. Die Bewegung von Jupiter in ihr Haus des Erfolgs und des Ansehens wird ihnen dabei helfen. In der Geschichte gibt es viele bekannte Persönlichkeiten, die im Krebsgeburtszeichen geboren wurden. Darunter der berühmte Maler Frida Kahlo, der Schriftsteller Ernest Hemingway und der Musiker Carlos Santana. Diese Künstler teilen die empfindsame Natur des Krebses und haben in ihren Werken oft ihre emotionalen Kämpfe und Triumphe ausgedrückt. Astrologisch betrachtet steht der Krebs in engem Zusammenhang mit dem Mond, der auch für die Stimmung und das emotionale Wohlbefinden von Menschen verantwortlich ist. Dies spiegelt sich auch in der heutigen Zeit wider, wo viele Menschen verstärkt auf ihr emotionales Wohlbefinden achten und sich für alternative Heilmethoden wie Yoga und Meditation interessieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Krebs im Jahr 2023 eine Zeit des Wachstums und der Stabilität erleben wird, sowohl in seinen Beziehungen als auch in seiner Karriere. Sie werden jedoch auch daran erinnert, auf ihre emotionale Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu achten, um eine dauerhafte Stabilität zu erreichen.